Ja, und wir sehen jetzt gerade die Pressekonferenz in Berlin beginnt zum Thema Wasserstoff und die neue Strategie der Bundesregierung. Klimaschutz wichtig, aber auch für den Industriestandort Deutschland und die Sicherung von Hunderttausenden und Millionen von Arbeitsplätzen. Wir haben uns vorgenommen, als Bundesregierung eine Wasserstoffstrategie bis zum Ende dieses Jahres zu entwickeln, mit den 4 Ressortkollegen, die hier am Tische mit anwesend sind. Wir haben bereits in der Ressortverantwortlichkeit der einzelnen Ministerien seit in den letzten Jahren Projekte gestartet. Das jüngste Projekt bezieht sich auf Reallabore der Energiewende, wo wir Wasserstoffstrategien in vielen Bereichen anwenden wollen. Unsere Zielrichtung ist klar. Wir wollen nicht nur bei der Wasserstofftechnologie Klimaschutz und Energiewende voranbringen. Wir wollen, dass Deutschland bei den Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt wird. Und das bezieht sich ausdrücklich nicht nur auf Grundlagenforschung, es bezieht sich auf Anwendungen im industriellen, im großindustriellen Maßstab. Wir glauben, dass wir für den langfristigen Erfolg der Energiewende CO2-freie Brennstoffe brauchen werden. Und Wasserstoff ist ein Schlüsselrohstoff. Er kann eingesetzt werden, um Energie, die beispielsweise in erneuerbarer Form im Sommer sehr viel häufiger und sehr viel mehr produziert wird als in anderen Jahreszeiten, zu speichern. Anders als Batteriespeicher, die herkömmlich sind, auch über Monate und Jahreszeiten hinweg, um dann die Rückverstromung zu ermöglichen. Er kann eingesetzt werden im Bereich des Verkehrs und der Mobilität durch Brennstoffzellentechnologie, aber auch für synthetische Kraftstoffe. Er kann angewendet werden zur Stahlherstellung, indem man Kokskohle ersetzt durch sauberen grünen Wasserstoff. Und in all diesen Bereichen, Wärmemarkt, Verkehrswende, Dekarbonisierung bei Chemie und bei Stahl, ergibt sich eine enorm zunehmende Rolle von Wasserstoff in den nächsten Monaten. Wir haben heute bei dieser Konferenz mit über 600 Stakeholdern und Beteiligten eine enorme Aufbruchstimmung gespürt. Wir haben festgestellt, dass alle entschlossen sind, Technologieführerschaft in diesem Bereich zu erwerben. Wir sind von der Bundesregierung aus entschlossen und entschieden, dass wir dazu die notwendigen Rahmenbedingungen machen. Und deshalb wird auch unsere Wasserstoffstrategie wird einen Aktionsplan beinhalten, der genau die nächsten Schritte beschreiben wird und dabei die Industrie und die Wirtschaft prominenterweise mit einbinden wird. Wir werden in Zukunft auch Energie und Wasserstoff, saubere Energie und sauberen Wasserstoff importieren müssen, weil heute schon so ist, dass wir 80% des Primärenergiebedarfs importieren in Form von fossilen Rohstoffen. Die sollen ersetzt werden durch sauberen Wasserstoff. Und deshalb ist die internationale Dimension dieses Themas von ganz besonderer Bedeutung. Wir werden hier die technischen Lösungen entwickeln, die wir brauchen, damit die Energiewende und Klimaschutz international gelingen können. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wasserstoff ist einer der Kraftstoffe der Zukunft. Ich sage bewusst einer. Aber er kann für vieles helfen, was im Bereich der Mobilität und der Logistik uns in den nächsten Jahrzehnten in eine Rolle versetzen soll, dass wir die Veränderungen bei der Mobilität und bei der Logistik effizienter, klimafreundlicher abbilden. Null Emissionen im Verkehr, das ermöglicht diese Technologie. Und wenn Sie alleine schauen, gestern hatten wir einen sogenannten Autogipfel, wo wir vor allem das Thema Elektromobilität im Zentrum hatten und einen Masterplan Ladeinfrastruktur verabschiedet haben. Eine Variante der Mobilität von morgen, die wir jetzt infrastrukturell auf den Weg bringen müssen. Eine zweite ist Wasserstoff. Wenn wir uns anschauen, was haben wir bis dato erreicht? Wir haben 600 Fahrzeuge mit Brennstoffzellen auf der Straße, 84 Wasserstoffbusse, 30 Züge. Das sind geringe Zahlen. Mit dem 17. Oktober sage ich Ihnen ein Datum, wo ich allein 26 Millionen Euro Förderbescheide verteilen durfte an Müllsammelfahrzeuge, aber genauso an sogenannten Industriefahrzeugen, die in einem Werk eines Automobilherstellers mit Wasserstoffbetrieben unterwegs sind, genauso wie bei der Paketzustellung ein Transporter, der an dieser Stelle entwickelt wird. Das heißt, wir sind, was das Erreichte betrifft,
was die staatliche Seite anbetrifft, seit 2006 unterwegs mit dem nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Wir haben eine Geschäftsstelle Nationale Organisation Wasserstoff, die seit 2008 agiert. Und wir haben bis Ende dieses Jahres alleine 250 Millionen Euro Fördermittel, die wir bereitstellen, um die Wasserstofftechnologie weiterzuentwickeln. Wir haben, was die Infrastruktur betrifft, in Europa das dichteste Netz an Wasserstofftankstellen. Frühjahr 2020 werden wir die 100. Wasserstofftankstelle ans Netz bringen. Und ich habe heute einen Vertrag unterzeichnet mit dem Joint Venture H2 Mobility, die sich verpflichten, in den nächsten Jahren weitere 10 bis 15 Tankstellen pro Jahr dazuzubauen. Das heißt, die infrastrukturelle Seite ist gelöst. Unser Ziel ist, bis 2021, 2022 60.000 Wasserstoff-Pkw und 500 Wasserstoff-Nutzfahrzeuge ans Netz zu bringen oder in die Mobilität zu bringen. Und da sind natürlich unsere Bemühungen, die ganzen Regionen in Deutschland zu betreuen. Wir haben gerade das Projekt Highland am Start, wo wir Wasserstoff in die einzelnen Regionen, auch ländlichen Räume hineinbringen wollen. Das, was der Kollege Altmaier mit den Reallaboren hat, haben wir im Bereich Highland, wo es niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten gibt für die Kommunen, aber genauso einen sogenannten VIP-Club gibt, wo es Regionen gibt, die mit der Wissenschaft und mit der Wirtschaft zusammen ganzheitlich das Thema denken. Wozu brauchen wir die nationale Wasserstoffstrategie? Um eben die Möglichkeiten, die wir entschieden haben, in die Realität umzusetzen. Ich sage Ihnen aus dem Energie- und Klimafonds bis 2023 nur ein paar Zahlen. 620 Millionen Euro für alternative Antriebe allein im Busbereich. Kaufprämie für Nutzfahrzeuge 958 Millionen, darunter auch Brennstoffzellen-LKWs. Die Tank- und Ladeinfrastruktur 3,4 Milliarden Euro. Erzeugungsanlagen für strombasierte Kraftstoffe mit 677 Millionen Euro. Das heißt, wir gehen als Staat jetzt so weit, dass wir die Infrastruktur pushen, mit der Förderung in die ländlichen Räume hineingehen, in die Regionen hineingehen, in die Industriebetriebe hineingehen. Und damit erreichen wollen, dass es mehr Produkte gibt, die man greifen kann, die man alltagstaglich testen kann. Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Mobilität der Zukunft spüren können und davon begeistert sein können, neugierig sein können. Und das ist unser Anspruch und deswegen auch diese Konferenz, die wertvoll ist, um auch der Welt zu zeigen, dass Made in Germany auch morgen Arbeitsplätze hier sichert, mit neuen Technologien und vor allem auch mit einer neuen Mobilität. Herr Minister Müller. Ja, meine Damen und Herren, wir, das Deutsche Entwicklungsministerium, wir bauen die Energie- und Technologiebrücke zwischen Deutschland und den Entwicklungsländern, insbesondere dem afrikanischen Kontinent. Wasserstoff- und Methanolwirtschaft kann und muss die Zukunft der Energie Versorgung Afrikas sein. Wenn Sie sich vorstellen, dass Afrika den Weg einer kohlebasierten Wirtschaft gehen wird, dann bedeutet dies einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag zusätzlicher Tonnen CO2. Das 2-Grad-Ziel ist nicht annähernd erreichbar. Derzeit sind in den Entwicklungs- und Schwellenländern 950 Kohlekraftwerke in Planung und im Bau. Die Bilder aus Delhi haben Sie vergangenes Wochenende gesehen. Wenn allein die Elektrizitätsversorgung der Haushalte Afrikas auf der Basis von Kohle passiert, bedeutet dies in den nächsten Jahren 1.000 neue Kohlekraftwerke. Und deshalb müssen wir diese Wasserstoff-Methanol-Technologien, der Deutschland vorausgeht, für den afrikanischen Kontinent nutzen. Denn Afrika ist der Kontinent der Sonne zur Produktion klimaneutraler Kraftstoffe und dabei aus grünem Wasserstoff unter CO2-Bindung Methanol produzieren. Wertschöpfung für Afrika
aber auch eine Zukunft einer Energiepartnerschaft, die auf beiden Seiten Win-Win-Situationen schafft. Wir werden konkret mit den Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in Deutschland, sondern im internationalen Verbund, das ist eines der Schwerpunkte unserer Arbeit im Ministerium, erstens, in Wassersate haben wir Deutschland mit der KfW das größte Solarkraftwerk der Welt bereits gebaut und in Betrieb. Dort wird heute Energie, Strom aus Sonne für 2 Cent der Kilowattstunde produziert. Und damit ist das Thema, mache ich aus Wasserstoff mit CO2, Methanol auch marktfähig. Und deshalb haben wir vergangene Woche mit Marokko ein Abkommen, eine Zusammenarbeitsform vereinbart. Wir starten mit einer Forschungsplattform, ganz konkret. Unser Ziel ist, darüber hinaus schon im Jahr 2020 den Startschuss zu geben mit einem Industriekonsortium vom Labor zur industriellen Produktion von Wasserstoff und Methanol zu kommen, mit deutschen und afrikanischen Partnern. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf meine Ministerin Anja Karliczek hier vertreten, die aktuell die Bundesregierung in China bei den deutsch-französischen Gesprächen dort vertritt. Aus unserer Sicht ist grüner Wasserstoff das Erdöl von morgen. Und grüner Wasserstoff und die Technologie zur Erzeugung, Transport, Speicherung, Verteilung und Nutzung ist die Schlüsseltechnologie der Zukunft, wenn uns die Energiewende und der Kampf gegen das Thema Klimawandel gelingen soll. Deshalb muss aus unserer Sicht unser Anspruch sein, dass wir in dieser Schlüsseltechnologie weltweit die Nummer 1 sind in der Technologieführerschaft, um erneuerbare Energien in allen Bereichen zur Anwendung zu bringen. Das betrifft die Schwerindustrie von Chemie- und Stahlindustrie. Das betrifft Nutzfahrzeuge. Das betrifft den Schiffsverkehr. Es betrifft den Flugverkehr. Und auch den Wärmesektor. Wir sehen dort eine sehr breite Anwendungsmöglichkeit für Wasserstoff an der Stelle. In unserem Haus überlegen wir aktuell 4 konkrete Initiativen im Forschungsbereich. Das eine ist die Frage Anwendung von CO2-freiem Wasserstoff in der Stahl- und Chemieindustrie. Und somit wollen wir dafür sorgen, dass deutsche Industrie auch in Zukunft zukunftsfähig ist und der Industriestandort Deutschland eine Chance hat. Zum Zweiten Machbarkeitsstudien und Potenzialatlanten, um die besten Standorte weltweit für eine CO2-freie Wasserstofferzeugung zu finden. Wir sind da ganz eng zusammen mit dem Ministerium von Gerd Müller. Wir glauben, dass wir die notwendigen Mengen Wasserstoff nicht allein in Deutschland werden erzeugen können. Deshalb dringend Partnerschaften benötigen. Und unser Hauptfokus geht dabei nach Afrika und nach Australien, weil wir glauben, dass wir dort die notwendigen Potenziale haben. Zum Dritten werden wir darauf aufbauend das Thema Import von grünem Wasserstoff demonstrieren. Wir müssen überlegen, wie können wir Wasserstoff risikofrei transportieren. Das ist eine Aufgabe, der wir uns zuwenden wollen. Und das soll auch die Basis sein, dass wir am Ende nicht nur Wasserstoff importieren, sondern dass wir deutsche Technologie in diesem Kontext exportieren können. Der vierte Punkt ist die Definition einer klaren Roadmap für die Forschungsziele, die wir in diesem Kontext verfolgen wollen. Das kann nicht die Politik und das Ministerium einseitig definieren, sondern hier müssen wir zu einer gemeinsamen Absprache zwischen Wirtschaft und Politik kommen. Wir haben für diese Aufgabe im Energie- und Klimafonds 300 Millionen Euro für die Forschungsarbeiten zur Verfügung. Und mit diesem Geld verbinden sich aus unserer Sicht enorme Zukunftschancen für die deutsche Industrie und für die Wasserstofftechnologie. Allerdings müssen wir uns darüber klar sein, dass auch andere Länder, ich nenne hier mal Japan, aber auch China und Kanada auf dem Weg sind, ebenfalls Technologien zu entwickeln. Und wenn wir Technologieexporteur sein wollen, dann müssen wir in der Technologieführerschaft sein. Das heißt, wir müssen diesen Wettbewerb um die Technologieführerschaft gewinnen. Vielen Dank. Wir haben Zeit für einige kurze Fragen. Wir beginnen in der zweiten Reihe. Sie bekommen ein Mikrofon. Der Herr in der zweiten Reihe mit der lila Krawatte beginnt. Herr Zweigler hat dann die zweite Frage. Bitte nennen Sie nochmal Name und Medium und an wem sich die Frage richtet. Bitte Fragen zum Thema.
Grüß Gott, Christoph Arnowski vom Bayerischen Rundfunk in München. Ich habe eine Frage an den Herrn Altmaier, die zerfällt in zwei Teile. Und ich fange launig an, weil Sie Ihren Zusammenschluss der vier Minister oder drei Minister und dem Herrn Meister als Kaffeekränzchen bezeichnet haben. Ich finde das ein bisschen ein seltsames Bild, weil wenn sich vier ältere Herren, und ich darf das sagen, weil ich bin in Ihrem Alter, treffen, spricht man erstens selten vom Kaffeekränzchen und zweitens sind ja Kaffeekränzchen dafür bekannt, dass zwar ein bisschen geredet wird, aber nichts rauskommt. Aber wenn wir schon beim Bild des Kaffeekränzchens bleiben, frage ich mich, wo ist die Bundesumweltministerin, die gehört bei dem Thema Wasserstoff und Energiewende zwingend dazu, meine ich, zu diesem Kaffeekränzchen? Und zweitens, Sie wissen doch auch, um jetzt noch ein bisschen ernster zu werden, die Frau Schulze und ihre grünen Spitzenbeamten im Umweltministerium lehnen alles, was mit Wasserstoff, mit Power to Gas etc. zu tun hat, kategorisch ab. Die setzen ausschließlich auf die Elektromobilität. Ist die Bundesregierung in dieser Frage total gespalten? Nein, die Bundesregierung ist überhaupt nicht gespalten. Wir haben in der Bundesregierung, in allen Ressorts, die hier am Tisch sitzen, aber auch im Bundesumweltministerium, ich war ja auch mal Bundesumweltminister, wie Sie sich vielleicht erinnern können, Wasserstofftechnologien gefördert und erforscht, allerdings im Labormaßstab und im Wege von einzelnen Projekten. Ich habe dann im letzten Jahr oder in diesem Jahr angekündigt, für mein Ressort eine nationale Wasserstoffstrategie zu erarbeiten, weil der Wasserstoff für das Gelingen der Energiewende nicht nur von großer Bedeutung ist, sondern dies auch von der Energie- und Umwelt- und Klimabewegung nachdrücklich eingefordert wird, dass wir mit erneuerbarem Strom Wasserstoff produzieren, der dann beispielsweise für die Speicherung von Energie, für den Verkehrssektor, für den Wärmesektor von überragender Bedeutung ist. Daraufhin haben sich einige Kolleginnen und Kollegen bei mir gemeldet und sich erkundigt, ob sie sich daran beteiligen dürfen mit ihren Ressorts. Ich habe keinen einzigen Wunsch zurückgewiesen. Ich habe niemanden ausgeschlossen, weil ich glaube, je kompletter und je umfassender die Bundesregierung sich hier zusammenfindet, umso besser ist es. Im Übrigen ist es so, dass es kein reines Männergrenzchen war, wenn das insinuiert war, weil Anja Karliczek ist die zuständige Ministerin. Und das Wort Kaffeegrenzchen kommt daher, dass wir wie bei vielen Treffen auch bei Journalisten, bei Redaktionskonferenzen, auch bei unseren Besprechungen bisweilen mal eine Tasse Kaffee trinken. Und deshalb habe ich gesagt, es war ein Kaffeegrenzchen, das begonnen hat. Aber die Fragen, um die es geht, sind von vitaler Bedeutung für das Gelingen von Klima- und Umweltschutz. Und deshalb sind wir entschlossen, sie gemeinsam und im Team in der Bundesregierung voranzubringen. Im Übrigen den Auftrag einer nationalen Strategie Wasserstoff der Bundesregierung für noch dieses Jahr umfasst alle Ministerien. Also, wir machen es halt jetzt. Dann hat Herr Zweigler auf der rechten Seite die zweite Frage. Ja, Reinhard Zweigler für die Deutsche Verkehrszeitung und andere. Zwei Fragen an die Herren hier vorne im besten Alter. Herr Altmaier, im Norden stehen viele Start-ups bereit, die möchten gerne Wasserstoff produzieren. Derzeit müssen sie EEG-Umlage, Netzentgelte und so weiter zahlen. Das heißt, der Windstrom ist unwirtschaftlich. Machen Sie denn Hoffnung auf Entlastungen, dass sich dort auch lohnt und auch wirtschaftlich sowas betreiben zu können? Und an Herrn Scheuer, man hört von den Spediteuren, trotz Förderung ist so ein LKW mit Wasserstoffbetrieben immer noch wesentlich teurer als ein Diesel-LKW. Und auf der anderen Seite höre ich von den Herstellern, die Produktionszahlen sind im Jahr plus einstellig. Das heißt, der Markt läuft da offensichtlich nicht richtig an. Was haben Sie da verpasst? Oder hat die Wirtschaft geschlafen? Also erstens, was das Thema EEG-Befreiungen angeht und Netzentgeltreduzierung, da haben wir jetzt ein Beispiel beim Thema Landstrom für Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe, gemeinsam geregelt mit den 5 norddeutschen Küstenländern. Das war eine alte Forderung dort. Das haben wir umgesetzt und werden es ins Gesetz schreiben. Zweitens gibt es Wünsche nach EEG-Befreiungen von ganz vielen, von denen, die Elektrobatterien herstellen, von denen, die Elektroautos betreiben, von denen, die Power-to-X herstellen wollen. Das alles wird im Wirtschaftsministerium sorgfältigst geprüft und bewertet. Es ist so, dass wir natürlich auch darauf achten müssen, dass am Ende nicht nur noch einige Rentnerinnen und Rentner
die EEG-Umlage zahlen, die in einer gewissen Größenordnung jedes Jahr anfällt. Und deshalb muss man sehr sorgfältig auch mit Befreiungstatbeständen umgehen. Wir befinden uns jetzt in einem konkreten Stadium, wo Reallabore zu den von mir genannten Anwendungsbereichen gemacht werden. Und ich gehe davon aus, dass wir dort Gestaltungen finden, die einen Business Case möglich machen. Das heißt, dass es sich am Ende rechnet zu wettbewerbs- und marktfähigen Preisen. Aber das ist ja genau eine äußerst gute Frage, wie wir jetzt arbeiten zusammen. Verschiedene Ministerien müssen verschiedene Themen aufgreifen bei dieser gemeinsamen Strategie. Und da ist die Gewinnung von Wasserstoff zentral. Wir bemühen uns ja, das Ganze wirtschaftlich zu gestalten, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, zu skalieren. Und dazu ist drei Bausteine. Der erste Baustein Infrastruktur, der zweite Baustein Kraftstoff selber und dritte Baustein, jetzt in meinem Bereich, die Fahrzeuge. Also ich sage immer, wir bauen keine Fahrzeuge im Keller des Ministeriums. Es ist auf einem Level, der nicht zufriedenstellend sein kann. Jetzt muss man aber sich einmal so eine Spedition anschauen mit 30 Lkw. Die werden sich nicht bei einem bewährten Antriebskonzept mit einer Werkstatt jetzt einen Wasserstoff-Lkw hinstellen. Wir müssen da in größeren Sphären denken. Wir müssen über unsere Programme die Kommunen bei den Bussen bekommen und wir müssen die großen Spediteure mit den Herstellern zusammenbringen, um in der Testphase das Ganze zu machen. Es gibt ein großes Projekt in Europa, in einem Nicht-Mitgliedstaat der europäischen Familie, aber einem sehr prominenten und wohlhabenden Mitgliedstaat, leider mit einem asiatischen Hersteller. Und wir müssen da auch an dieser Stelle unsere Gespräche so führen, dass gerade im Lkw-Bereich und Busbereich die Wasserstofftechnologie schnellstens umgesetzt wird und getestet wird. Bosch beispielsweise, und da darf man die Zulieferer nicht vergessen, wenn es über die Herstellerseite nicht kommt, dann müssen wir versuchen, über die Zuliefererseite das Thema zu pushen. Bosch hat sich in einen US-amerikanischen Hersteller ja beteiligt und die Teile zugeliefert. Also von daher, es gibt zarte Pflänzlein, die wir jetzt aber zum Wachsen bringen müssen. Und da sind alle entschlossen. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir nehmen noch zwei Fragen von der linken Seite. Der Herr in der vierten Reihe. Sie haben die nächste Frage und dann gehen wir noch mal nach ganz hinten zu Herrn Krämer von Reuters. Julian Bettengel von Clean Energy Wire. Herr Altmaier, Sie hatten gesagt, die Claims seien noch nicht abgesteckt. Jetzt ist es aber gerade bei der Wasserstoffproduktion so, dass Zahlen von Bloomberg New Energy Finance und IRENA zeigen, dass die Investitionskosten für Elektrolyseure einer bestimmten Art halb so hoch oder sogar noch niedriger sind als in China als in Europa. Ist der Zug also nicht längst abgefahren in einigen Bereichen? Und welche Länder sehen Sie als größte Konkurrenten? Wer könnte die globale Führungsrolle, die Sie übernehmen wollen, streitig machen? Also der Zug ist überhaupt nicht abgefahren. Es ist eine ganz alte Diskussion. China hat geringere Lohnstückkosten in vielen Bereichen. Deshalb sind dort Investitionen mit geringeren Aufwänden in vielen Bereichen möglich. Trotzdem hat Deutschland seine Rolle als technologisch führendes Land in den letzten Jahren verteidigt und in vielen Bereichen auch ausgebaut. Unser Ziel muss es eben sein, die anspruchsvollste, die innovativste, die umweltfreundlichste Technologie anzubieten. Das gilt für viele Bereiche, auch für diesen Bereich. Und deshalb bin ich optimistisch, dass Deutschland ganz vorne mit dabei sein wird. Neben China sind sicherlich Länder zu nennen wie Japan und andere asiatische Länder, die sich dort interessieren. Im Übrigen gibt es auch ein hohes Interesse von europäischen Nachbarländern, was in Deutschland geplant und was in Deutschland gemacht wird. Auch dort besteht die Möglichkeit, dass sich andere dann unserem Beispiel anschließen können. Dann die letzte Frage, dann müssen wir leider schließen. Herr Krämer von Reuters in der letzten Reihe auf der linken Seite. Vielen Dank. Oh ja. Hallo Herr Altmaier, schön, dass Sie wieder da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen auch halbwegs gut. Ich hätte eine Frage an Sie und an Herrn Scheuer, auch ein bisschen anknüpfen an den Autogipfel von gestern. Welche Rolle spielte das Thema Wasserstoff gestern Abend? Ich frage deswegen, weil die Kritik immer ist, dass Sie zu stark auf batteriebetriebene Antriebe setzen. Und dann anschließend nochmal, weil einige Details in der Nacht ein bisschen
ja, nicht so deutlich geworden sind. Können Sie noch mal sagen, wie viel der Staat jetzt insgesamt bei den Beschlüssen von gestern auftreibt? Und zwar insgesamt, wir haben bisher nur Zahlen vom VDA, also über 2 Milliarden, dann gibt es die Zahl von 3,5. Nur noch mal, um es deutlich zu machen, wie viel investiert der Staat jetzt durch die Beschlüsse von gestern Abend? Ja, also es ist ja so, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wenn ich in einem Umfeld bin, wo Menschen sehr stark an Wasserstoff glauben, sagen sie, ihr investiert viel zu viel in batterieelektrische Antriebe. Und wenn ich in einem Umfeld bin, wo Menschen ihr Geschäftsfeld sehen in batterieelektrischen Fahrzeugen, dann sagen sie, wollt ihr uns jetzt wieder mit dem Wasserstoff einen Strich durch die Rechnung machen. Beides ist falsch. Es geht nicht um entweder oder, es geht um sowohl als auch. Und genau das machen wir sehr glaubwürdig deutlich. Wir haben aufgedreht im Hinblick auf batterieelektrische Antriebe. Und es ist gestern Abend auch nochmal bestätigt worden von allen Beteiligten, wenn es darum geht, die europäischen Grenzwerte, die ab 2021, ab 2020 gelten werden, einzuhalten, wird es ohne einen wesentlich größeren Anteil von batterieelektrischen Fahrzeugen, also voll elektrisch und Plug-in-Hybride, wird es nicht gehen. Und umgekehrt haben aber alle auch gestern Abend zum Ausdruck gebracht, dass es viele Anwendungen und viele Bereiche gibt, wo Wasserstoff perspektivisch eine Rolle spielen kann, auch im Verkehr, vom Seetransport über den Transport von schweren Lasten, aber auch im Personenverkehr. Und im Übrigen ist es dann so, dass wir am Ende immer erleben werden, dass sich die wirtschaftlichste Lösung in einem bestimmten Bereich durchsetzt. Das wird sich in vielen Fragen herausstellen. Momentan gibt es einen Innovationswettbewerb zu immer kleineren und leistungsfähigeren Batterien. Und es gibt auf der anderen Seite einen Wettbewerb, die Wasserstoffstrategien so zu entwickeln, dass sie ihr volles Potenzial entfalten können. Und nur wenn beides in großindustriellem Maßstab sich unter Beweis stellen kann, dann werden wir die volkswirtschaftlich günstigsten Lösungen im jeweiligen Einzelfall finden und übernehmen können. Herr Krämer, gestern war sicherlich nicht das Thema Wasserstoff in erster Priorität, weil es um alternative Antriebe ging, insbesondere Elektromobilität. Das war die Aufgabenstellung im Themengebiet 1. Ich habe aber trotzdem auch schon unsere Konferenz, die heute stattfindet, gestern angekündigt im Teilnehmerkreis. Und wir werden uns auch noch mal speziell darüber beschäftigen. Sie haben die exorbitant gute Chance, über Made in Germany hervorragend zu berichten. Wir befinden uns am Westhafen. Wir bleiben technologieoffen. Beispiel die Spedition, die hier von mir für 100 CNG-Trucks, also Gas, Förderbescheide bekommen hat, um in Brandenburg den Container voll zu machen mit speziellem Gut, gehe ich jetzt nicht später speziell darauf ein, um ihn dann zu verladen am Westhafen auf die elektrifizierte Schiene, klimafreundlich, um dann nach Hamburg zu fahren in den Hafen, wo wir unser digitales Testfeld Hamburger Hafen haben, wo wir viele Automatisierungen und autonome Fahrzeuge haben, um dann dort das Ganze zu verladen für den Export. Das ist das Beispiel, warum wir technologieoffen bleiben wollen. Ich habe es auch heute hier gesagt. Das ist wesentlich für die Stärke des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Das ist wesentlich, um auch morgen den jungen deutschen Ingenieuren Perspektive zu geben. Das ist auch wesentlich, um der jungen Generation die Neugier und Begeisterung zu lassen, hier am Standort technologieoffen zu entwickeln. Wasserstoff war jetzt gestern nicht erste Priorität, aber ich sage Ihnen, bei der Elektroinfrastruktur kommen wir wirklich ganze Schritte weiter. Ich freue mich, dass der Masterplan Ladeinfrastruktur von den Teilnehmern gestern sehr positiv aufgenommen wurde und wir am 13.11. damit im Bundeskabinett sind, Ressort abgestimmt, absolut positiv aufgenommen, auch mit den Verpflichtungen, die die Wirtschaft eingeht. Zweiter Bereich, Prämie, Erhöhung, dafür ist der Kollege Altmaier zuständig, Erhöhung an dieser Stelle für nicht nur reine elektrische Fahrzeuge, sondern auch Plug-in-Hybrid. Und wir haben, und deswegen differieren die Themen, bei der Infrastruktur, was die Ladeinfrastruktur betrifft, reden wir von 3,4 Milliarden Euro nach dem Klimakabinett. Da sind aber auch alle Themen der Infrastruktur mit dabei und nicht nur
konzentriert und verengt auf die Elektromobilität. Beim anderen, beim Thema Prämie, Anreizsysteme sind wir noch nicht ganz durch, weil dort wird nachgearbeitet an der Stelle, wie viele Fahrzeuge denn in den Markt gebracht werden können. Und da sage ich Ihnen ein Beispiel. Wir brauchen jetzt bei der Elektromobilität die Massenwirksamkeit, die Alltagstauglichkeit. Das geht über unsere Dienstwagenbesteuerung. Die haben wir so eingeführt, dass es mehr Anmeldungen für den Bereich Elektromobilität und Plug-in gibt. Das heißt, die Zahlen gehen nach oben. Nach einer Phase der Dienstwagen wird es dann dieser Dienstwagen gebraucht in den Privatbereich überführt. Und da ist jetzt die entscheidende Frage, gehen wir noch mal stärker in eine Prämie für einen Jahreswagen mit alternativer Antriebstechnologie, weil meistens die Neufahrzeuge im Dienstwagenbereich für den Privatmann zu teuer sind, aber nach einem Jahr in den Gebrauchtwagenmarkt gehen und der Gebrauchtwagenmarkt ist so interessant für den Privatbereich, dass wir die alternativen Antriebe dann vielleicht dort noch stärker unterstützen können mit einer abgesteckten Prämie. Also man spricht von den jungen Gebrauchten mit alternativen Antrieben. Da sind wir gestern nicht zum Ergebnis gekommen, aber nicht strittig diskutiert, sondern da sucht man jetzt in weiteren Gesprächen, in einer Arbeitsatmosphäre nach Lösungen. Das ist das ganze Thema Prämie. Ich war deswegen ein bisschen ausführlicher, weil es wirklich jetzt von Seiten der Politik ein Angebot gibt, ein Angebot, wenn die Produkte jetzt von den Herstellern kommen, auf alternative Antriebe zu wechseln und zum Beispiel auch im Lkw-Bereich Lkw-Maut freigestellt zu werden, wenn ich einen Lkw oder einen kleinen Transporter mit alternativen Antrieben anschaffe. Sowohl Prämie als auch Nebenkosten sind hoch lukrativ und attraktiv, auch für die Logistikwirtschaft beispielsweise.